Danke, dass du da reinschaust. Auf mehr Wissen, mehr Profit. In diesem Video habe ich speziell internationale Dividenden extra für dich herausgesucht. International, eventuell ist da das eine oder andere vielleicht für dich dabei oder auch Interesse halber einfach mal so zu wissen, was es überhaupt so an internationalen Dividenden überhaupt alles so gibt. Meine Vorgehensweise ganz einfach. Ich suche natürlich die internationalen Dividenden für Juli 2024 aus mit der höchsten Rendite. Also eine Dividende mit 1% oder 1,5% Rendite werde ich natürlich mir nicht die Mühe machen und eine Dividende in dieser Höhe einfach nicht aussuchen. Mein Name ist Damir Mirsic, ich bin Trader und Dozent auf Udemy, habe dort über 6 Kurse, über 800 Teilnehmer bereits. Einfach meinen Vor- und Nachnamen eingeben, da wirst du fündig. Keine Angst, kann sich jeder leisten bei Interesse. Das mal am Rande. Fangen wir ganz sportlich an, Freunde. Erstmal zu der Tabelle. Wie du sehen kannst, habe ich erstmal international, denn der Monat für die deutschen Dividenden, Mai, Juni ist natürlich vorbei. Immer in diesen Monaten Mai und Juli mache ich ausschließlich nur Videos über deutsche Dividenden. Ist nun mal so. Und international geht es jetzt weiter mit Juli, weil halt im Juli nicht so viel Dividenden aus dem deutschen Bereich, aus den deutschen Unternehmen, ja, keine gibt so viele. Ich habe ein, zwei, drei gefunden mit einer guten Dividende. Die werde ich selbstverständlich auch hier zeigen. Dann haben wir das Land, ganz klar, die Rendite in Prozent und Ex-Date. Am Ex-Date ist es zu spät. Das heißt, Ex-Dividend, der Zusatz wird dann einfach drangehängt. Das heißt, dann an diesem Tag fällt der Kurs um die Dividende. Das zum einen, Freunde. Also simple Sache, wenn ich aber weiß, dass ich eine Aktie im Depot haben möchte, weil ich ein Dividendenjäger bin, ein Dividendenstratege, dann habe ich natürlich selbstverständlich die Aktie schon bereits vorher im Depot. Was gibt es noch zu sagen? Natürlich sind diese, was die Firmen vorgeben, nicht in den Stein gemeißelt, was ich hier erzähle, denn die können ja jederzeit die Dividendenhöhe ändern. Immer sollte man selbst noch ein bisschen recherchieren und ein wenig ein Auge darauf werfen, wenn man tatsächlich Interesse hat an einer Dividende. Ist wie immer keine Kaufempfehlung. Fangen wir an mit unseren österreichischen Freunden. Telekom Austria, 3,44%. Ex-Date ist hier bereits schon der 1.7. Darauf muss man ganz genau achten, wenn man da Interesse jetzt hätte. Das ist vielleicht nicht schon, weil diese Videos kommen ja bei mir immer Dienstag und Donnerstags raus. Am Wochenende nehme ich die Videos auf, weil ich ja unter der Woche keine Zeit habe. Und da muss man natürlich sehen, ob 1.7. nicht schon ein wenig knapp ist, weil das ist ja ein Montag und am Wochenende wird ja nicht gehandelt, Freunde. Acciona Spanien 4,01%, auch am 2.7. Wir haben Enagás Spanien 5,94% am 2.7. LEM Holding Schweiz 3,53%, am 2.7.24. Übrigens läuft jetzt die Europameisterschaft, da ist ja die Schweiz, natürlich Spanien, Österreich auch dabei. Aber wisst ihr, wie die Schweizer ihre Fans anfeuern? Ich habe das mal gehört. Falls es nicht stimmt, einfach mich korrigieren in die Beschreibung, da bitte unten in die Kommentarfunktion einfügen. Hopp Schwyz. Interessant. Playway Polen 5,69%, auch am 2.7. Weiter geht's mit China Merchant Bank H 5,39%, wenn ich was nicht richtig ausspreche, bitte um Verzeihung. Dann haben wir hier 3.7. ist Ex-Date. Ex-Date und Payday ist natürlich immer noch ein Unterschied, ja, das heißt nicht, dass am Ex-Date gleich ausbezahlt wird. Das macht jedes Unternehmen und jedes Land ein wenig anders. Bei den Chinesen ist erfahrungsgemäß muss man immer ein wenig länger darauf warten. Hier bei uns in Deutschland ist es natürlich Ex-Date. Gestern war die Hauptversammlung, am nächsten Tag ist Ex-Date, dann ist das Geld höchstwahrscheinlich nach 3, 4 Tagen so Pi mal Daumen bereits auf dem Konto, vielleicht auch 5. Weiter geht's mit Funkwerk Deutschland mit 7,01%, auch am
3.7. ist X-Date. Zoom Lion Heavy Industry Science and Technology Hong Kong 6,42%, auch am 3.7. China Kong Venture Holdings 6,33%, 4.7. ist X-Date. Hellenic Telecommunication Organization Griechenland, unsere Freunde in Griechenland, für die guten Freunde, wie die immer so schön gesagt haben, eine Werbung, ihr wisst, was ich meine. 4,31% auch am 4.7. ist X-Date. Maschinenfabrik Berthold Helmle, Deutschland 4,96% auch am 4.7. ÖkoWorld, Deutschland 5,92%, 8.7. von ÖkoWorld habe ich auch zum ersten Mal erfahren, Freunde, für mich auch interessant. Rosneft, okay, Russland 6,94% am 9.7. Da muss ich ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, ob man jetzt zurzeit noch russische Aktien kaufen kann. Da bin ich überfragt. Wenn es einer weiß, ich habe es noch nicht probiert, weil ich bis jetzt noch keine gekauft habe jetzt dort. Wenn es einer weiß, ob man russische Aktien kaufen kann, bitte einfach in die Beschreibung rein, dann haben alle was davon. Agana Beteiligungs AG Österreich 6,43% am 10.7. ist X-Date. Machen wir weiter mit Jumbo Griechenland 3,7% auch am 10.7. X-Date. Voest Alpine Österreich 5,99% am 11.7. ist X-Date. Mobile Telesystem, wieder Russland, die hauen natürlich eine starke Dividende raus, 12,47% auch am 16.07. M1 Kliniken Deutschland, 2,8%, 18.07.24 ist X-Date. Südzucker, Deutschland 5,07% am 19.07. X-Date. MFE Media for Europe. B, Niederlande 6,44% am 22.07. Remy Contreux, Frankreich 3,90% am 24.07. Das hatte ich übrigens mal verwechselt, Niederlande und Frankreich, mit der Fahne, weil die haben ja die gleichen Fahnen, nur das eine ist vertikal, das andere ist horizontal. MO Brook Polen, last but not least, 4,21% am 29.07. Freunde, das war's für dieses Video. Dividende Juli 2024. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr wissen möchtest oder vielleicht auch irgendwelche andere Länder, wo du vielleicht weißt, dass die tatsächlich noch eine bessere Dividende raushauen, jetzt für den August zum Beispiel, dann einfach in die Beschreibung rein. Ansonsten wünsche ich dir eine tolle Performance. Abonniere diesen Kanal, gib einen Like, teile dieses Video und wir sehen uns wieder nächste Woche. Auf mehr Wissen, mehr Profit. Ich wünsche dir wie immer eine starke restliche Handelswoche und Top-Performance. Bye-bye.